Peter Pilz hat gestern seine Listengründung bekannt gegeben. Wie reagieren Sie darauf? Das ist wahrscheinlich ein schwerer Schlag für die Grünen, oder? Ich reagiere ganz einfach. Ich mag mich nicht die ganze Zeit um Peter Pilz kümmern. Peter Pilz geht jetzt seinen eigenen Weg. Die Grünen werden sicher nicht die ganze Zeit jetzt Peter Pilz kommentieren. Wir müssen uns auf unsere eigenen Stärken konzentrieren. Und das ist die Auseinandersetzung um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um soziale Gerechtigkeit, um lebensnahe Sozialpolitik wie leistbares Wohnen oder die große Zukunftsherausforderung Klimaschutz. Da steht eine große Revolution an, die aber auch eine Riesenchance ist, nämlich Arbeitsplätze. Das sind unsere Themen und damit starten wir und nicht mit Diskussionen über Peter Pilz.